Der FC Bayern legte wieder los. Man sagt ja, nach dem Triple ist vor dem Triple. Die Mannschaft scheint immer noch hungrig zu sein. Heute ging es los mit dem Corona-Test, der obligatorisch ist natürlich. Und die nächsten Tage wird es losgehen dann mit einigen Cyber-Training-Einheiten, Online-Training-Einheiten. Und ja, bevor man dann wieder ganz normal, regulär einsteigt. Aber einer wird dabei nicht dabei sein. Und zwar der Neuzugang Kouassi. Von PSG kam der 18-jährige Innenverteidiger, gilt als Riesentalent, aber er hat sich verletzt und ja, wird bis zu 6 Wochen, schreiben die Medien, soll er raus sein. Ja, mal schauen, vielleicht ist er doch wieder ein bisschen schneller fit. Ist natürlich sehr schade jetzt gerade, wenn es losgeht für so einen jungen Spieler in der Innenverteidigung, wo es sowieso schon schwierig wird, bei den Bayern sich da durchzusetzen. Du hast dein Alaba, du hast dein Boateng, du hast dein Lucas Hernandez, dein Süle, das sind alles Weltklasse-Leute da, sich da durchzusetzen. Wird schwierig, aber man kann es schaffen. Das sieht man zum Beispiel an einem Alphonso Davies. Alphonso Davies, der auf der linken Verteidigerposition spielt, wo vor kurzem noch ein Alaba gespielt hat und der sich da durchsetzen kann. Das heißt, Qualität setzt sich im Endeffekt immer durch. Notfalls schickt man jemanden auf eine andere Position und damit mit der junge Spieler spielen kann. Und das hat ein Hansi Flick oder auch ein Kovac, muss man jetzt sagen. Ich glaube, Kovacs Idee war es gewesen, meiner Meinung nach, korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, ich glaube, es war Kovac smooth gewesen, damals Alphonso Davies auf die linke Verteidigerposition zu schieben, was sehr genial war im Nachhinein. Und ja, deswegen, also auch Kouassi schreibe ich auf gar keinen Fall ab. Ich hoffe, dass er sich schnell erholt, dass ihm bald wieder gut geht und dass er einsteigen kann, weil er gilt, wie gesagt, als Riesentalent. Ich habe noch nicht so viel von ihm gesehen, spielerisch. Da bin ich auch gespannt, also kenne ich einfach wenig von ihm. Deswegen, ich kann mich nur auf die Berichte oder irgendwelche YouTube-Videos da verlassen. Und ja, bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, die Bayern generell haben sich auch selber ein bisschen hinterfragt, was gut ist, dass sie jetzt auch eher auch jüngere Spieler mal aufbauen wollen. Ja, ein Zirkze zum Beispiel hat seine Einsatzzeiten auch bekommen unter Flick. Ein Alphonso Davies ist ein Riesenerfolgsbeispiel. Und das finde ich auch gut, ja, dass man da bei den Bayern auch da jetzt es ähnlich schafft wie Dortmund, junge Spieler aufzubauen zu Weltstars. Aber eben und im Gegenzug zu Dortmund, dass sie die dann nicht verkaufen müssen. Vielleicht wird Kouassi der Nächste dort. Eure Meinung in die Kommentare klicken. In die Mitte kommt ihr zum letzten Video. Da ging es um Corona-Fälle bei PSG. Da ist doch einiges los. Mbappé ist betroffen, Neymar ist betroffen. Was abgeht, erfahrt ihr, wenn ihr in die Mitte klickt. Wir sehen uns später wieder und denkt, reitet den Ball richtig flach.